auch berichtet Imam Muslim rahimahullah ta'ala in seinem Sahih-Werk über Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Er sagte, Habiba, die Ehefrau des Propheten sallallahu alaihi wasallam, möge Allah mit ihr zufrieden sein, sagte in einem Dua: O Allah, lass mich mein Leben genießen mit meinem Ehemann, dem Gesandten Allahs, mit meinem Vater Abu Sufyan und mit meinem Bruder Muawiyah. Möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam: Du hast Allah um etwas gebeten, dessen Fristen bereits vorbestimmt sind, deren Tage abgezählt sind, deren Versorgungen bereits verteilt sind. Allah wird niemandem etwas geben, bevor der entsprechende Zeitpunkt eingetroffen ist. Und er wird niemandem etwas später geben, als den Zeitpunkt, den er für ihn bestimmt hat. Und wenn du Allah darum gebeten hättest, dass er dich vor der Strafe der Hölle bewahrt und vor der Strafe im Grab, so wäre dies besser für dich gewesen. In diesem Hadith gibt es ein Problem in dem Sinne, dass dieser Hadith den Anschein erweckt, dass als wollte er ihr sagen, warum bittest du Allah Azza wa Jal darum, dass du dein Leben genießen möchtest mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, Abu Sufyan und deinem Bruder? Was wollte sie sagen? Sie wollte natürlich Allah darum bitten, dass sie so lange leben, wie sie mindestens lebt. Und dass sie ihren Tod nicht zu ihren Lebzeiten erlebt. Das ist, was sie letztendlich wollte. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, die Sachen sind sowieso schon bestimmt, wie lange jeder leben möchte, jeder leben wird. Und er hat sie darauf hingewiesen, auf was sie eher hätte Allah umbeten sollen. Aber das Problem mit Hadith ist etwa das eine bestimmt und das andere nicht? Also wenn die Lebenszeit für einen Menschen bestimmt ist, wie lange er leben wird, und der Rizq für jeden Menschen bestimmt ist, wie lange er leben wird, das ist ja die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Dann sagte er, es wäre besser für dich gewesen, wenn du Allah darum bittest, dich zu schützen vor der Strafe der Hölle und der Strafe im Grab. Weil diese Sachen, diese beiden Dinge, auf die der Prophet a.s.w. sich darauf hingewiesen hat, sind das keine vorbestimmten Dinge? Die Antwort lautet, beides sind vorbestimmte Dinge. Weil was macht dann der Sinn der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wa sallam? Denn aus dem Hadith wissen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala alles bestimmt hat, was geschehen wird, bis zum Tag der Auferstehung. Allah sagte zum Schreibrohr, schreib. Das Schreibrohr fragte, was? Er sagte, was bis zum Tag der Auferstehung geschehen wird. Und die Angelegenheit im Grab gehört doch dazu. Das ist ja vor dem Tag der Auferstehung. Und deswegen die Antwort lautet, erstens einmal, alles, auch worauf der Prophet a.s.w. hingewiesen hat, ist festgeschrieben und ist bestimmt und wusste Allah schon, wie es geschehen wird. Warum hat der Prophet a.s. ihr dann den Hinweis gegeben, nicht darum zu beten, dass der Prophet ein langes Leben haben soll, Abu Sufyan ihr Vater und Muawiyah Bruder, sondern das zweite, dass sie Allah Zuflucht suchen soll, vor der Strafe der Hölle und vor der Strafe im Grab? Die Antwort lautet, weil das diejenigen Dinge sind, um die es wirklich geht. Und dass diejenigen Dinge sind, die für sie wirklich von Bedeutung sind für das Leben nach dem Tod. Was bringt es denn, wenn du Zeit deines Lebens sogar mit den besten Menschen, sallallahu alaihi wasallam, zusammenlebst und er dich überlebt? Was ja hier nicht der Fall war. Sie hat ihn überlebt, alaihi salatu wasallam. Das heißt, was bringt es denn, wenn er sie überlebt, das heißt, wenn er a.s.w. ihren Tod mitbekommt, aber sie seinen Tod nicht mitbekommt. Das ist sicher eine Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala, zweifellos. Denn wenn sie vor ihm stirbt, dann hat sie weniger zu leiden. Und dann wird er für sie beten. Und er wird für sie die Totenwaschung machen. Er wird für sie das Totengebet leiten. Und er wird für sie Bittgebete sprechen. Dann braucht sie sich wenig Sorgen machen. Aber umgekehrt ist eine Katastrophe.
Aber das ist zwar eine Katastrophe, aber es ist nichts im Vergleich zu dem, was nach dem Tod geschieht. Insofern, das Leben nach dem Tod und im Grab, das sind die entscheidenden Dinge, wovor der Mensch Allah subhanahu wa ta'ala um Zuflucht suchen soll.